Boah, eine Genussexplosion. Ja. Mmh, boah, schaut mal, die gebratenen Zwiebeln. Ja. Die sind heftig. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute ein ganz emotionales Thema für mich. Aus den besten zwei Burgern Deutschlands werden wir die absolute Nummer 1 küren. Wir sind bei Food Brothers. Und das Ding ist ja, damals wurde mir ja vorgeworfen, etliche Male, ich bin gekauft worden für dieses Video. Und jetzt kommen natürlich zwei Szenarien in Frage. Entweder ich bewerte den heute richtig geil wieder, dann werden die immer noch weiter labern, die Leute. Aber wenn ich ihn scheiße bewerte, Leute, wenn ich ihn scheiße bewerte, dann könnt ihr alle euer Maul halten, die ganzen Hater. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Dann geht's noch nach Unterhaching zur Burger Bar. Wir küren die 1, wir werden es tun und ich bin heiß wie Frittenfett. Wir gehen jetzt rein zu Food Brothers. Es ist kein Geheimnis. Wenn ihr Food Brothers esst, müsst ihr zu diesem hier gehen. Jeder macht einen Unterschied. Also alles, was ich heute im Video sagen werde, geht nur für diesen Laden, nur für den Burger, den ich esse, nur für den Burger Breter, der mir den Burger braten wird. Ja, ganz so krass wollen wir jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall muss es der Laden sein. So Leute, wir haben jetzt auch den Daniel am Start, manche kennen ihn aus dem letzten Video. Wir haben gerade diskutiert, welchen Burger ich hatte. Und Daniel, du sagst, welchen hatte ich letztes Mal? Baba. Baba Burger. Ja. Da ist er. Den Baba Burger hatte ich zweimal dementsprechend auch Käse drauf. 11,90, mein Lieber. Das ist aber schon mal eine Hochzeit, ja, ja. Ne? Was willst du machen, ne? 250 Gramm feinstes Black Angus. Ne? Ja, okay, gut. Ne? Aber ich wollte nur mal gucken, wie du reagierst, wenn ich dir so ans Bein piss. Guter Burger muss was kosten, Leute. Für 4,90 kriegt ihr nicht den besten Burger Deutschlands. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Was erwartet uns bei diesem Burger, Daniel? Maximale Zufriedenheit in erster Linie und auf jeden Fall gute Kombinationsgröße zwischen Käse und einer klassischen Kombination mit dem Tomate-Zwiebel und du hast halt richtig viel Beef. 250 Gramm Black Angus ohne irgendwelche Genmanipulation. Ne? Genau. Die Salat-Tomate machen wir jeden Morgen frisch, kommen auch bei uns vom Bauernhof, kaufen wir in Rand Berlin. Machen wir auch ein Pilotprojekt gerade für Food Brother National, dass wir sozusagen gucken, ist das abbildbar, dass der Bauer das hier vorbeibringt, wir das sozusagen da mit Unterstützung anpflanzen. Mhm. Also das muss ich noch einmal erklären. Die haben eine extra Fläche beim Bauernhof gemietet, wo sie selber anbauen, beziehungsweise der Bauer bewirtschaftet das natürlich in letzter Instanz, aber ihr habt so wirklich ihr eigenes Produkt da. Genau. Die haben ja alle gesagt, ich wurde gekauft für das letzte Video, das wird jetzt nochmal eure Meinung unterstützen, dass ich das jetzt selber gesagt habe. Ne? Ich will nochmal ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Ja, ist übrigens letztes Mal nicht so gewesen. Ja? Ich hab den Holle sogar warten lassen. Ne? Der hat mich bezahlen lassen, der Typ. Nachdem ich dir gesagt habe, ist der beste Burger Deutschlands. Ja, das stimmt auch. Wieso aber was hat ihr gedacht dabei eigentlich? Hab ich mich gefragt. Ja, ich habe mich gewundert, dass es doch so viele Leute gibt, die das überhaupt nicht verstanden, dass ich eigentlich auch nicht manipulierbar bin. Ja, ja. Wir wollen ja im Prinzip immer ein faires Ergebnis haben. Ja, ne? Das stimmt. Aber das ist halt intermuskulär. Wie viel Prozent Fett würdest du sagen, habt ihr da drin? Unterschiedlich, aber in dieser Mischung ungefähr mit dem Nacken zusammen ungefähr zwischen 13 und 15 Prozent haben wir schon. 13 und 15, das ist aber trotzdem noch relativ wenig, wenn ich andere Gastronomen frage. Aber das liegt dann wieder an dem intermuskulären Thema. Die nehmen mageres, etwas günstigeres Fleisch, um auf den Preis zu kommen und packen da nochmal ein günstiges Fett dazu. Ah. Wir kaufen gleich ein teures Produkt ein und sozusagen kommt auch der Preis mit 11,90 zustande. Ja. Wir kalkulieren das so durch, die Arbeitsleistung handgesmashed, etc. pp. Wir haben kaum Panierverluste. Okay, geil. Würdest du einen Burger anbieten, den du mit Messer Gabel essen musst? Nein. Muss ich. Das ist verrückt geworden. Das ist wie ein Döner-Teller, Junge. Das kann man dann essen, wenn die Zähne nicht mehr halten. Ja. Wir sehen, wie das knallt. Boom. Es gibt auch Befriedigung irgendwie, dieses Boom. Ist so, ist so. Kennt man ja sonst so von anderen Sachen. Ja, ich auch gerade. Guter Arbeiter. Daniel ist echt ein guter Arbeiter. So, hausgemacht Cheesies. Cheese-Soße? Ja, das bringt dann auch nochmal auf jeden Fall touchy. American Cheese. Wir machen ja auch einen American Burger. Und nicht, dass ich wundere, Daniel, wegen der unbeeinflussten Meinung von mir werde ich draußen verspeisen. Hauptsache, du bringst mein leckeres Tablett wieder mit. Ja, das kriege ich. Wir gehen stiften. Damit wir nicht bezahlen müssen wieder. Ich bin eigentlich, das habe ich letztes Mal nicht gesehen, dieser Flüssigkäse nicht der Fan von. Aber scheißegal, lass mir das mal einfach so stehen. Ich stelle mal Scheiße, Ahmed. Wir gehen einfach jetzt hier hin, egal, wir bleiben hier stehen. Ja, egal. Die Röstung ist echt krank. Guck mal, so läuft das immer ab. Wir brauchen mal schnell noch ein Foto, später fürs Thumbnail. Ich habe ihm meine Finger abgeleckt. Alleine das, dieser Geschmack an den Händen, ist schon Endgegner. Ist maximal gut. Da wird eine
relativ rasantes Video. Der Burger lebt sehr auch von der Würzung. Ich habe ja gesehen, er hat nochmal nachgewürzt. Und ich würde behaupten, ich kenne diese Würze, die da benutzt wird. Beziehungsweise habe ich schon in anderen Gerichten so gegessen. Sehr präsent bei dem Burger. Präsent ist auch der Käse und gerade auch der, den er flüssig drauf gemacht hat. Und den habe ich letztes Mal nicht gemerkt und ich hätte wetten können, er wäre nicht drauf gewesen. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Inzwischen bocken mich selten Tomaten auf den Burger, aber hier die Tomaten und die Zwiebel habe ich letzten Video, weiß ich auch noch genau gesagt. Gerade die Frische, die Schärfe von dieser Zwiebel, Säure von den Tomaten, sehr, sehr schön gemacht. Wir werden diese Bewertung am Ende mitteilen. Wir sehen uns jetzt erstmal bei American Burger Bar. Also eins muss ich noch sagen und es kann Zufall sein, ne? Aber ich habe 3/4 Burger gegessen, Ahmed hat einen gegessen. Wir fühlen uns wie benommen. Also fit ist was anderes, ne, Ahmed? Boah, ich glaube, ich muss kotzen. Der wäre ja so eine Szene, wo wir beide hier hinbrechen. Und Leute, bevor es nach Unterhaching geht, denkt an den 50-Euro-Gutschein. Haut einen Kommentar rein. Ich suche mir irgendeinen Kommentar raus in den Kommentaren. Pin ihn an, dann gibt es einen 50-Euro-Gutschein. Und jetzt geht's nach Unterhaching. Wir sind jetzt gerade in Unterhaching, Leute, angekommen. Wir fahren jetzt zum Stadion. Leute, die in ihrer Stadt hängen geblieben sind, sag ich mal so, und einfach nur ihre Standardburger kennen, die können sich nicht vorstellen, was das für ein Burger ist. Er ist bei mir auf der Platz 1 zusammen mit Food Brothers. Nach diesem Video entweder gewesen oder die alleinige Nummer 1, denn wir küren die Nummer 1. Der Burger ist von einer anderen Welt. Dieser Biss, diese Geschmeidigkeit im Reinbeißen. Es ist ein Geschöpf des Himmels. Wir werden da jetzt hinfahren und ich werde euch sagen, ob das ein Eintagsfliege war, ob die das heute nochmal abliefern und wer die Nummer 1 ist. Es geht ab zum Stadion und zum Unterhaching American Burger Bar Burger. So Leute, Ahmed ist sauer, ja, weil ich hier an der Seite halte. Was ist los, Ahmed? Ja? Ich hätte dich angespuckt. Ich hätte in die Fresse gehauen. Ist das deine Straße? Präsident von Unterhaching. Halt dein Maul, ja. Die ganze Zeit, stellt euch vor, ihr müsst 10 Stunden mit Ahmed fahren, der labert die ganze Zeit, der ist schlimmer als eine Frau beim Fahren. Gleich pullen wir uns die Flöten, dann ist vielleicht in Ordnung. Eigentlich wollte ich auf cool die Cap auf hinten aufsetzen, wir haben. Ich muss die nur, weil Regen ist. Du siehst aus wie dieser freche Dennis. Kennst du den von früher, diesen Film? Ja, sag, das ist cooler Dennis. Das ist ein cooler Dennis. Ganz unscheinbar, ich schwör's euch, wenn man nicht weiß, dass sie krank sind, denkt man, das ist irgendein billig Burger-Scheiß um die Ecke. Aber nein, Leute. Es ist kein Billig-Burger-Scheiß. Es ist der beste Burger Deutschlands. Und vielleicht ab heute der alleinige. Die Mission geht weiter. Lilla. Wir sind am Start. David. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Wir sind endlich da. Endlich auch mal mit David. Der Frank sagt immer, ich muss kommen, wenn David kommt, weil dann sind die Burger sogar noch besser. Angeblich, ja. Angeblich, ja. Ich bin die Amerikaner, weißt du? Ja, das stimmt, das stimmt. David, du bist eine Legende inzwischen. Warum sind deine Burger so krass? Weil ich mach das mit Liebe. Und das zeige ich euch, Leute. Jeder haut irgendwelche Antworten raus. Das ist die einzig wahre. Aber wo hast du Burgerbraten gelernt? Ich bin eigentlich gelernter Krokenpfleger. Ich koche einfach wirklich leidenschaftlich, ja, und habe einfach so zusammen ein Konzept entwickelt und gemacht. Okay, geil, oder? Aber du hast dir Tipps abgeguckt. Du hast woanders geguckt, wie mache ich das? Wie schmeckt der Burger geil? Du hast gelernt. Okay. Ich mache die genau, wie ich gerne esse. Mache ich. Wir nehmen Double Pennsylvania, das ist der, den Julian auch nimmt, The Franklin, von denen habe ich den Tipp. Dankeschön, Julian, nochmal dafür. Sag mir nur noch ganz kurz, das interessiert, was für ein Fleisch, welcher Teil vom Tier ist das sozusagen? Das ist einfach ein bisschen mit Hackfleisch immer ein bisschen gemischt. Gemischt? Ja. Es ist nur wichtig, dass der Fleischanteil ist, also 80% und Fettanteil ist 20%. Ah, aber du nimmst nicht einfach Hackfleisch vom Metzger, einfach so. Doch, ja. Ehrlich? Ja. Leute, ich dreh durch, das kann nicht sein, Mann. Das müssen wir rausschneiden. Das ist Liebe. Das seht ihr mal, Leute, die krankeste Scheiße. Einen der besten Burger habe ich so bei Fitness-Oscar gegessen. Da habe ich gesehen, aus den Basic-Zutaten, was du da Krankes machen kannst. Und jetzt werden wir Burger essen. Viel Spaß bei den Bildern. Ich finde das lustig, wie er erzählt, der David hat eine schlechte Google-Bewertung bekommen. Und was hat die Google-Bewertung schlechte gesagt? Was war das? Die schlechte Bewertung war, alles war scheiße. Und der letzte Satz war, Hölle, du bezahlter Hund. Holle, du bezahlter Hund. Er kann nicht Holle. Sag mal Holle. Hölle. Ja, er kann nicht Holle. Das finde ich so geil. Leute, ich bin absolut vom letzten Mal, wo ich hier war. Heute kann ich noch nicht sagen, absolut überzeugt von dem Burger. Deshalb habe ich auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, das bezahlt, der soll den Burger erstmal essen. Aber na klar. Vielleicht, David, hast du irgendwas vergessen, mein Burger? Vielleicht hast du die Soße vergessen. Nein, ich habe alles beschwert. Kannst du nur den Kopf schütteln mit euch? Ich vermute, dein Sohn, du hast einen Sohn, ne? Ja. Er hat seine Schwester verarscht, der hatte was mit ihr, weißt du? Das ist eine Scham und dann kommt so eine Benachrichtigung. Ja.
Aber ich glaube, ich würde auch noch ohne Bacon, einen mit, einen ohne probieren. Okay. Ja. Und bei dir? Einmal ohne, aber auch Double Bacon. Okay. Leute, es ist wie in meinen Träumen, es fühlt sich wieder genauso an. Das ist es, man, das ist einfach. Ich drück da rein, wenn ich jetzt doller drücken würde von unten, man sieht das vielleicht von unten, das drückt sich so richtig rein. Was ich immer wieder in den Videos sage, das ist der Inbegriff von einem matschigen Bun, der einfach, oh, ich könnte jetzt durchdrücken, komplett durch den Burger mit dem geringsten Aufwand. Heinz Ketchup, Heinz Marken bei Soßen absolut erlaubt, da kann es eigentlich nicht besser machen. Da braucht man nichts eigenes machen. Ist mal geil, wenn es schmeckt, perfekt. Und Hellmann Mayonnaise kann man auch dazu sagen, mhm. Also Freilandeiern. Hellmann Mayonnaise. Genau, die so leicht essiglastig. Gibt's überall zu kaufen. Ich sag das selten, aber Achmed, du musst einmal hier von der Seite reinbeißen. Ich sag euch, das ist unnormal, wie ihr das macht. Der nimmt normales Hack, aber dieser Burger, du beißt da rein, diese Zwiebeln, die, ich weiß nicht, wie er diesen Geschmack da reinkriegt, diese Lieblichkeit, diese Röstung, natürlich nur mit den Röstaromen vom Fleisch. Also ich weiß nicht, wie das macht, als wäre da eine Magie auf dem Burger, eine Magie. Das ist also, Magie. Das ist so, Achmed, ist weil heftig, ich ne? Sag dir ehrlich, ich habe das aber auch beobachtet, er ja. Macht nichts. Er hat eine heiße Platte, er ballert da einfach die Zwiebeln drauf, bisschen Salz, Pfeffer, bisschen Öl, das war's. Ich habe gerade innerliches Kribbeln von ihm, ich schwör's euch, ja. Ich habe Gänsehaut-Feeling, ich krieg zwar keine Gänsehaut, aber der macht nichts, da geht irgendwie. Wie bei einem Künstler, diese ja. Liebe, die Energie durch die Hand in das Produkt. Das ist andere Liga, das ist Endlevel. Aber diese Buns auch, Achmed. Haben Sie diesen Burger schon mal gegessen hier bei dieser Bar? Meine Kinder essen den gerne. Der ist verrückt. Der ist ganz, ganz verrückt. Ja, den müssen Sie mal testen. Wollen Sie hier vielleicht einmal beißen von dem Nein, Burger? Nein, danke. Nein, danke. Ja. Ist nicht das meine. Unnormal lecker. Also, ich schwöre euch, auch die Lieblichkeit. Ich habe noch keinen Bun gegessen bisher. Vielleicht bei Melzer, tatsächlich, der so eine Butternote hat, aber da nochmal anders. Ich schwöre es euch, von einer anderen Welt. Mmh, ja, ich mein gut. Wollen Sie einmal abbeißen? Ja, aber du musst das Schwein wegmachen. Ihr esst kein Schwein. Isst du kein Schwein? Das ist ganz genüsslich. So mit aller Liebe, die du da reingeben kannst in den Biss. Ja, natürlich. War ich das? Ja, klecker mich. Genau. Ich leck das weg. Nee! So, rein da. Geil, ne? Boah, eine Genussexplosion. Ja. Boah, schaut mal, die gebratenen Zwiebeln. Ja. Die sind heftig. Die Kombination mit Zwiebeln und der Soße und dann hier der überbackene Käse. Boah. Besser geht es nicht, ne? Ist das der beste Burger Deutschlands? Leute, das ist ohne Schmarrn der allerbeste Burger. Geil. Ich sag euch einfach auch bei dem Burger, es ist einfach, da sind keine 1 Million Zutaten. Es ist kein Tamtam, es sind keine karamellisierten Zwiebeln, es sind keine Röstzwiebeln. Es ist nicht auf einmal irgendeine Soße, von der ihr noch nichts gehört habt, mit Avocado und irgendwie einen auf halbvegan oder so. Der Burger ist einfach Fleisch on point. Diese Röstung ein Traum, dieser Bun ein Traum. Dieser Burger ist einfach so, als wäre da jemand gekommen, als die Welt erschaffen wurde, hat gesagt, das passt zusammen. Nimm einfach diese 4 Zutaten und du wirst die Welt verändern. Jetzt kriegt ihr die Bewertung von Foodbar. Dann kommen wir wieder hierher. Bevor die Bewertung losgeht, Leute, eine eingespielte Szene noch. Und zwar, ich weiß, der Käse war ein anderer letztes Mal. Heute ist American Cheese gewesen. Letztes Mal bin ich mir sicher, hat er gesagt Cheddar. Das sieht mir aus, ist das normaler Cheddar-Käse? Genau, wir machen Cheddar. Okay, normaler Cheddar. Haben wir auch nochmal gesagt, die Brotrezeptur hat sich auch nochmal wieder geändert. Er meint, das merkt man nicht, okay, kann sein. Aber der Käse war ein anderer. Und jetzt zur Bewertung. Zu der Bewertung von Food Brothers. Ganz schwierige Nummer, Leute, ich schwör's euch. Also, muss den Moment nehmen, wie er heute war. Ich sag's immer wieder, das ist eine Millimeter-Geschichte. Da muss so eine Sekunde, die hauen da mit einem Streuer vom Gewürz rüber. Das muss so eine Millisekunde zu lang und schon ist die Würzung verhauen. Ist immer noch ein kranker Burger. Es war diesmal zu gewürzüberlastet. Der Käse hat mir absolut nicht so gut geschmeckt wie letztes Mal. Der Käse und die Würzung. Da hat er bei beiden in der Hinsicht eingeschissen. Aber nichtsdestotrotz ist es noch eine 8,4 für mich. Wäre jetzt die Würzung weniger gewesen. Okay, 8,4 ist immer noch geil, Leute. Hammer Burger, aber es ist nicht der beste Burger Deutschlands. Nicht so, wie ich ihn heute abgeliefert bekommen habe. Und wir nehmen ihn so, wie wir ihn kriegen. Deshalb ist das für aktuell jetzt das neue Ranking. Und wir gehen rüber zu American Burger Bar, gucken, wie die abgeliefert haben. Ich bin wieder am Start und ich werde einmal hier diesen Burger auch noch kurz mit Bacon, einmal nur getan zu haben. Auch geil, aber ohne ist besser. Ich sage euch, ihr habt die Bewertung von Food Brothers gehört,
Die ranke ich sogar noch weiter runter. Und da muss ich sagen, ich wollte es da schon hinterher aufnehmen. Ich habe es verplant. Das war sogar nur eine 8,2 für mich an dem Tag. Die haben die Rezeptur verändert. Der Käse war nicht gut. Da diesmal ist es mir nicht gefallen. Brot haben sie auch verändert. Habe ich meiner Meinung nach gemerkt, das ist die 1. Das ist eine andere Liga. Komplett andere Liga. Überhaupt kein Vergleich. Wir geben eine 9,2. Scheiß drauf. Wir haben trotzdem noch die Hoffnung, noch was oben zu finden. Aber das wird schwer, Leute. Ihr habt die Frau gesehen, die kam vom Himmel geschossen. Sie hat recht. Sie hat einfach recht. Das ist krank, Leute. Ich danke euch, dass ich das heute hier erleben darf. Dankst du der Community auch für den Rückweg, den wir noch haben? 20 Stunden in 2 Tagen. Reine Fahrzeug. Mhm. Danke fürs Zuschauen. Danke mir diesen Aufwand mit einem Daumen oben. Würde mich freuen, wenn ihr den so richtig knallen lasst. Und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.